Anfang der 80er entstand aus einem Red Baron Automatenduell zwischen Air Force Pilot Bill Steely und Programmierer Sid Meier MicroProse. Mit einer 1.500 $ Investition in Disketten, Druckerpapier und Ziploc-Beutel gedieh aus ihrem ersten Flugsimulator innerhalb des folgenden Jahrzehnts eine weltweit operierende Computerspielfirma mit über 500 Angestellten. Doch als Bill sich nach 9 Jahren Geschäftsleitung eine mehrmonatige Auszeit gönnte, geriet das gut sortierte Unternehmen in finanzielle Schieflage. Woraufhin Bill es im Sommer 1993 an Spectrum Holobyte verkaufte und sich zur Ruhe setzte. Spectrum Holobyte wuchs unter Gilman Lewis' Führung ebenfalls durch Militärsimulationen heran. Ein Genre, dessen Absatz 1993 bereits stagnierte und innerhalb der folgenden 5 Jahre völlig zum Erliegen kommen sollte. Was den neuen Firmenzusammenschluss effektiv über Wasser hielt, war die Expansion in neue Genres. Auf MicroProse Seite hauptsächlich angetrieben durch Sid Meiers Strategiespiele. Ein Spieler, bei der Spectrum Holobytes Marketingabteilung jegliche Erfahrung fehlte und die sie für eine winzige Marktnische hielten, was sich in äußerst geringen Budgets für die eigentlichen Goldesel niederschlug. Außerdem führte die Fusion zu einer Reihe von Studioschließungen. Die britischen B-17 Flying Fortress Entwickler in Leeds sowie die Grafikkünstler des Sprout Studios fanden sich genauso auf der Straße wieder wie die Mantis Experimental Fighter Schöpfer aus Greenburg, Pennsylvania. Neben dem Spectrum Holobyte Hauptquartier in Alameda, Kalifornien, blieben MicroProse lediglich das ursprüngliche Studio in Hunt Valley, Maryland, ein 15-Mann-Team für Portierungen in Chapel Hill und ein reduziertes englisches Studio in Chippin-Sotsbury. MicroProse kommende Spiele-Hits würden größtenteils von frischem Blut innerhalb der eigenen Reihen und externen Entwickler kommen. Eines dieser Talente war der Texaner Steve Basia, der beruflich eher langweilige Analysen für Feuerlöschberieselungsanlagen oder Anweisungen für CAD-Software schrieb. Seine Freizeit verbrachte Steve damit, Tabletop-Games gegen seine Freunde zu spielen, vor allem strategische Weltraumopern wie Stellar Conquest oder Reach for the Stars. Aber diese Spielgattung hatte einen entscheidenden Haken. Aufgrund der komplexen Berechnungen konnte eine einzige Partie problemlos ein ganzes Wochenende andauern. Weshalb Steve zusammen mit seiner Frau Marsha und seinem Freund Kenneth Bird beschloss, eine Computeradaption von Stellar Conquest anzufertigen, die genau diese Berechnungen übernahm und zusätzlich einen Schwerpunkt auf die Designmöglichkeiten der Spieler legte. Das Ziel dieses vorübergehend Star-Lords betitelten Werkes bestand in der Eroberung eines zufällig generierten Universums durch Wirtschaft, Technologie, Diplomatie und Kriegsführung. Für jede neue Partie durfte der Spieler die Galaxiegröße, den Schwierigkeitsgrad, die Feindanzahl und natürlich eine von 10 Rassen bestimmen. Letztere rangierten von wilden Weltraumkatzen über Insekten mit Schwarmgedächtnis bis hin zu lebenden Steinen. Sobald die Auswahl getroffen war, standen dem Spieler ein halbentwickelter Planet, ein Kolonieschiff und 2 Aufklärungsjäger zur Verfügung. Mit denen er in der ersten Spielphase so viele Planeten wie möglich kolonisieren und deren Wirtschaft in Schwung bringen musste, um dann, wenn alle Planeten vergeben waren, Diplomatie und Krieg mit den übrigen Völkern zu führen. Bis Anfang 1993 gelang es dem Trio, ein beinahe fertiges und extrem durchdachtes Spiel auf die Beine zu stellen, das visuell jedoch an das vorangegangene Jahrzehnt erinnerte. Als begeisterte Civilization-Spieler schickten sie ihr Werk selbstverständlich an MicroProse, wo es auf dem Schreibtisch von Jeff Johannickman landete, welcher zufälligerweise der gleichen Austiner Spielergemeinde angehörte wie das Trio. Denn Jeff wechselte kurz zuvor von Origin Systems in Austin zu MicroProse in Hunt Valley.
Er gab den dreien einen 50.000 Dollar Vorschuss und 5 Monate Zeit, Star-Lord zusammen mit Microprose's Art Department zu überarbeiten, woraufhin Steve, Marsha und Ken ihre Jobs kündigten und Simtex Inc. in Austin, Texas gründeten. Microprose-Produzent Jeff Joe Hennigman reicht das Spiel wiederum an Alan Emmerich zum Testen weiter, einem Redakteur von Computer Gaming World und selbsternannten Strategiespielkritiker. Alan begeisterte Civilization damals dermaßen, dass er in Zusammenarbeit mit Microprose einen buchdicken Strategy Guide des Spiels veröffentlichte. Star-Lords stieß ihn wegen der altertümlichen Grafik zunächst ab. Nachdem er es jedoch mehrfach spielte, fesselte es ihn dermaßen, dass er begann, Jeff unzählige Verbesserungsvorschläge zu schicken. Jeff wurde es sehr schnell leid, diese an Simtex weiterzuleiten, weshalb er Alan Steves Telefonnummer gab und ihn so direkt an der Entwicklung des Spiels teilhaben ließ. Auf diese Weise fand Alan seinen Weg in die Spielcredits, schlug als neuen Titel Master of Orion vor und schrieb erneut einen begleitenden 400-seitigen Strategy Guide. Was für die Geschichtsbücher jedoch viel wichtiger war, Alan bestimmte in seinem ersten Preview des Spiels, es müsse XXXX-rated sein, also ein X mehr erhalten als die amerikanischen Pornoproduktionen. Seine Abkürzung war jedoch nicht erotischer Natur, sondern stand für Explore, Expand, Exploit and Exterminate, woraus das 4X-Subgenre geboren wurde, dem man heute auch Civilization zuordnet. In Microprose Hunt Valley Hauptsitz wertete währenddessen ein Künstlertrio die Grafik Master of Orions auf. Eine gar nicht so leichte Aufgabe, da der Gamecode bereits so gut wie vollendet war und somit kein Spielraum für zusätzliche Animationen blieb, wodurch die Schiffe in den Weltraumgefechten selbst in der Release-Version stets in die gleiche Richtung zeigten. Etwas mehr Spielraum erhielt das Trio bei den Rassen, von denen viele, wie in Sci-Fi-Produktionen üblich, auf Tieren unseres Planeten basierten. Das Team orientierte sich für die Neugestaltung der Mershan an Larry Nevens Ringworld und verlieh ihnen somit ungewöhnliche Ohren und Fingeranzahl. Sie färbten die Greys ein, gaben ihnen zwei weitere Arme sowie einen Edelstein auf der Stirn und ließen sich für die Silicoids von den Geoden der Austin-Gegend inspirieren, wodurch sie äußerlich über langweilige Steinhaut verfügten, aber kristalline Organe bekamen. Verglichen mit Sid Meier's Civilization-Spielen schnitt Master of Orion verkaufstechnisch eher schlecht ab, aber für die damalige Zeit und ein sechsköpfiges Team waren 125.000 verkaufte Exemplare dennoch ein gewaltiger Meilenstein, welcher die 50.000 Dollar Investition locker einspielte. Ganz davon abgesehen, dass unzählige Zeitschriften es zum Strategiespiel des Jahres wählten und Master of Orion zum Standard für rundenbasierende Strategiespiele im Weltraum wurde, an dem sich jahrelang alle anderen messen mussten. Ähnlich wie Civilization das Simtex-Team zu Microprose lockte, brachte Railroad Tycoon den Schotten Christopher Sawyer zur Einsendung seines ersten eigenen PC-Spiels. Chris' frühe Kindheit wurde von Pong, dem laut Volksmund erstem Videospiel, geprägt. Von da an lernte er auf dem Commodore PET seiner Schule Basic zu programmieren und als ihm sein Chemielehrer den Zeitungsartikel über einen Jungen zeigte, der 1000 britische Pfund mit einem ZX81-Spiel verdiente, stand Chris' berufliche Laufbahn fest. Doch der angehende Programmierer erwarb stets die eher unbekannten Computer. Statt den C64 oder ZX81 seiner Freunde holte Chris sich einen Memotech MTX 500, weil der einen eingebauten ZX80-Assembler besaß und ihm so erste Experimente mit Maschinencode ermöglichte. Als er zu seiner Studienzeit einen Amstrad PC 1512 kaufte und darauf programmierte, waren seine Spiele technisch so ausgereift, dass Ariola Soft ihm für seinen bevorstehenden Universitätsabschluss einen gut bezahlten Job in Aussicht stellte. Aber als besagter Tag kam, steuerte Ariola Soft auf den Konkurs zu und so landete der talentierte Programmierer auf der Straße. Mithilfe einer der ersten Videospielagentinnen, Jackie Leon, zog Chris anschließend einen Portierungsauftrag nach dem anderen an Land und hob so im Laufe der Jahre Spiele wie Elite Plus, Birds of Prey oder Frontier Elite 2 auf den PC.
Doch die Arbeit parallel zu der des Originalentwicklers resultierte in viel Leerlaufzeit, weshalb Chris zunächst dazu überging, zwei Spiele simultan zu konvertieren und dann nebenbei sein erstes eigenes PC-Spiel schrieb. Oder genauer gesagt, zunächst ein isometrisches Darstellungssystem. Denn die ISO-Perspektive vermittelte nach Chris' Meinung den Eindruck einer dritten Dimension, ohne dass Objekte wie bei 3D-Projektionen in der Entfernung kleiner wurden und sich der Detaillevel veränderte. Was Chris liebte. Zunächst gedieh in dieser Pseudo-3D-Welt ein kleiner Plattformer à la Nightlore oder Get Dexter. Aber dann kam Chris' Begeisterung für Sid Meier's Railroad Tycoon ins Spiel, was unentwegt seine Freizeit füllte. Er hielt seine neue Perspektive für deutlich ansprechender und fragte sich, ob man das Spielprinzip nicht durch andere Transportmöglichkeiten erweitern könnte. So wurde Chris Sawyers Transport Game geboren, für das er sogar in der Welt seiner Elite 2 PC-Version Werbung machte. Die Entwicklung dieses Spiels lenkte ihn von der monotonen Konvertierungsarbeit ab, und so hatte er am Ende seines letzten Auftrags bereits eine voll funktionsfähige Version des Transportspiels. Was der Landschaft aus Zügen, Trucks und verschiedenen Gebäuden an dem Punkt noch fehlte, war ansprechende Grafik. Denn das vorübergehend Interactive Transport Simulation betitelte Werk enthielt lediglich klobige, handgezeichnete Bitmaps von Chris selbst. Glücklicherweise versuchte Freelance-Künstler Simon Foster zeitgleich ins Videospielgeschäft einzusteigen und ließ sich von Chris überzeugen, ein paar Entwürfe für die neue SVGR-Auflösung damaliger PCs anzufertigen. Durch Simon wanderten sowohl das kleine graue Haus, in dem Chris Sawyer während der Programmierung wohnte, als auch eine Repräsentation von Glasgow's Livingstone Tower, in dem er 4 Jahre studierte, ins Spiel. Als Jackie das Spiel dann an verschiedene britische Publisher zur Vermarktung schickte, war es bereits zu 90% vollendet. Obwohl die amerikanische Microprose-Führung Jahre zuvor die Entwicklung von Sid Meier's Railroad Tycoon 2 ablehnte und das IP längst an Poptop Software verkaufte, stimmten sie der Vermarktung direkt zu. Vermutlich, weil SimCity 2000 zur selben Zeit mit der gleichen Perspektive Verkaufsrekorde brach. Die letzten 4 Monate des Polierens und Balancen verliehen dem Spiel außerdem seinen dritten und finalen Titel, Transport Tycoon. Ähnlich wie Maxis Kassenschlager lobte die Presse Chris' Debütprodukt in den Himmel. Next Generation beschrieb es als den besten Wirtschaftssimulator seit Civilization, der alle guten Features von Railroad Tycoon mit dem Aussehen von SimCity 2000 verbindet. Microprose ließ Chris bereits ein Jahr später eine Deluxe Edition nachreichen, die unzählige Features des ersten Exemplars ausbaute und die Verkaufszahlen weiter antrieb. In Microprose Hunt Valley Hauptquartier arbeitete sich währenddessen ein weiterer vielversprechender Designer hoch. Wie viele Genies programmierte Brian Reynolds bereits in der 8. Klasse sein erstes Spiel. Einen TRS-80-Klon von Epic's Temple of Apshai. Denn einen Apple II, auf dem das Originalspiel lief, konnte sich der 13-jährige Junge nicht leisten. Auch wenn ihm das $200 vom Softside Magazine einbrachte, begriff Brian erst Jahre später beim Anblick der Ultima 6 Credits, dass er damit tatsächlich seinen Lebensunterhalt verdienen könnte. So kaufte er sich während seines Studiums einen C-Compiler sowie Bücher à la Peter Norton Secrets of MS-DOS und schrieb einige Grafikdemos. Seinen Traumjob, bei Origin Systems an der Ultima- oder Wing Commander-Reihe zu arbeiten, ergatterte Brian dadurch nicht, aber Microprose rief ihn beinahe augenblicklich zurück. Also lud er seine wenigen Habseligkeiten auf seinen Pickup-Truck und zog nach Baltimore, um die Mads Engine für Rex Nebula and the Cosmic Genderbender zu schreiben. Seine Aufgabe als leitender Programmierer setzte sich über Return of the Phantom zu Microprose drittem Adventure Dragonsphere fort. Aber die Point-and-Click-Adventures zahlten sich für die Simulationsprofis nicht aus und so beschlich Brian langsam aber sicher das Gefühl, kurz vor der Kündigung zu stehen. Zur gleichen Zeit erreichte Civilization 850.000 Verkäufe, was es langsam aber sicher zu einem Verkaufsschlager machte. Doch niemand außer Sid Meier schien an weiteren Strategiespielen zu arbeiten. Beinahe jeder bei Microprose werkelte an Simulationen, deren Umsatz langsam abebte. Also nahm sich Brian in seiner Freizeit eines ähnlichen Konzeptes an,
Sein Prototyp fing mit einer 64-mal so großen Karte wie der des Originals an. Auf dieser konnte der Spieler zunächst nur mit seinem Schiff herumfahren und Kolonisten aussetzen. Er pitchte diesen Prototypen Sid Meier selbst als Kombination der Civilization-Kernmechaniken mit dem Handel von Railroad Tycoon im Zeitalter der Entdeckungen. Wenige Tage darauf hatte Brian die befürchtete Entlassungswelle überstanden. Er zog ins Gebäude der kommenden MicroProse Strategy Group und erschuf unter der Leitung von Sid Meier Colonization. Angesiedelt während der Entdeckung Amerikas durch die Europäer 1492, fokussierte sich Colonization weniger auf die Ausbreitung, sondern mehr auf das Rohstoffsammeln innerhalb der Spielergesellschaft und das Erproben der Belastbarkeit durch ökologische Herausforderungen. Jeder Kolonist war beispielsweise in der Lage, Tabak anzubauen, aber nur ein Tabakanbaumeister schafft es doppelt so schnell, besonders wenn er sich auf Grasland niederließ. Ein anderer Kolonist mochte darauf spezialisiert sein, Tabak zu Zigarren zu verarbeiten oder genug anzubauen, um alle gemeinsam zu ernähren. Sobald der Spieler eine ausreichende Bevölkerung und die Dominanz über die restlichen Kolonisten erreichte, endete das Spiel mit einer alternativen Version der amerikanischen Revolution, worin der Spieler gegen den König seiner zu Spielstart gewählten Nationalität rebellierte und seine Unabhängigkeit erklärte. Sid Meier selbst machte Brian während der 18-monatigen Entwicklungszeit lediglich Verbesserungsvorschläge, wie die Stadtgröße zu halbieren, um die Mechanik der Berufsspezialisierung stärker hervorzuheben. Er steckte zu der Zeit in einer Art Midlife-Crisis oder beginnendem Burnout, weshalb er ein Produkt schrieb, was so weit wie irgend möglich von einem Computerspiel entfernt war, den Musikgenerator CPU Bach. Wodurch nicht nur jede Zeile Code Colonizations von Brian stammte, sondern ebenfalls das gesamte Design. Der Name Sid Meier im Spieltitel bedeutete fortan nicht länger von Sid Meier programmiert, sondern Sid Meier hat sich mit dem Entwickler unterhalten. Der Name war zu einer Marke von MicroProse geworden und die funktionierte. Sid Meiers Colonization verkaufte 350.000 Exemplare und festigte das Strategy Group Konzept. Einige Zeitschriften betitelten Simtex Master of Orion als Civilization in Space. Ein äußerst unzutreffender Vergleich, der jedoch umso besser auf deren zweites Spiel zutraf. Während die zahllosen Beta-Versionen von Master of Orion kompilierten, spann Steve Barcia bereits das Konzept von Master of Magic und schrieb in den 2 Wochen nach dem Release seines ersten Spiels das Game Design Document. Ein Schriftstück, was nach eigener Aussage bereits 99% des fertigen Spiels umfasste, von den Regeln über die Stärken der Einheiten bis zum Interface. Wodurch Simtex neues Programmiererteam keine Verschnaufspause bekam und das Fantasy Civilization innerhalb eines Jahres fertigstellte. Eine äußerst beeindruckende Leistung, bemessen daran, dass es eines der komplexesten Strategiespiele wurde, die bis dahin produziert wurden. Denn es legte auf die Spielfeatures von Master of Orion im wahrsten Sinne des Wortes noch eine Ebene drauf. Neben der Auswahl von 14 Völkern mit individuellen Einheiten und Gebäuden, der Weltgröße sowie Stärke der Magie im Land, durfte der Spieler ebenso frei einen Zauberer gestalten und für den eines von 5 Magiebüchern wählen. Zugegebenermaßen war das daran gekoppelte Magiesystem stark vom Magic the Gathering Kartenspiel abgeguckt, aber das machte die 216 Zauber nicht weniger eindrucksvoll. Während Steves erstes Spiel seine Ursprünge in den 80ern fand und sein Interface somit stark an die Brettspielvorlagen erinnerte, spielte er parallel zur Programmierung von Master of Orion Sid Meier's Civilization, wodurch er das grafische Interface des Spiels beinahe 1:1 adaptierte. Selbiges galt für die Erkundung der Weltkarte, auch wenn er diese streng genommen wie Sid von Empire übernahm. Ab dem Punkt gingen beide Werke jedoch unterschiedliche Wege. Alles Folgende entsprach eher einer rundenbasierenden Version von Blizzard Entertainments späteren Warcraft-Spielen. Master of Magic ignorierte Tech Trees für den Städtebau, stattdessen schaltete das Errichten von bestimmten Gebäuden neue Strukturen frei. Die mit Kriegsnebel behangene Karte war nicht nur mit neutralen und feindlichen Städten übersät, sondern ebenso mit gefallenen Tempeln, mysteriösen Höhlen und verlassenen Burgen.
schickte der Spieler seine Armeen dort hinein, kamen sie mit Schätzen und gesteigerter Erfahrung zurück, was sie genau wie bei überlebten Schlachten aufsteigen und stärker werden ließ. Der Spieler durfte sogar Helden einkaufen und mit diesen seine Armeen verstärken. Ein entscheidender Vorteil, da Schlachten nicht wie in Civilization auf Basis der Chancen entschieden, sondern in einem separaten Schlachtfeldmodus strategisch ausgetragen wurden, woraus Einheiten auch verwundet hervorgehen konnten und sich erholen mussten. Eine weitere Spielebene gelangte durch den Zauberer ins Spiel. Dieser gewann ebenso Erfahrung durchs Wirken von Zaubersprüchen auf dem Schlachtfeld, doch das kostete Mana, und Mana war ein Rohstoff, der ebenso zur Forschung genutzt werden konnte. Wo Steve dann eine Zufallskomponente ins Spiel brachte, denn nicht alles ließ sich in einem Spieldurchlauf erforschen, was den Spieler bei jeder Partie vor unterschiedliche Herausforderungen stellte, ganz abgesehen davon, dass er tatsächlich die normale Welt und eine dämonische Sphäre erobern musste. Der Grund, warum ein derart umfangreiches Werk beim September 1994 Release nur für das Strategiespiel des Jahres nominiert wurde, die Auszeichnung aber nicht bekam, lag in XCOM. Ein weiteres Microprose-Strategiespiel mit Rollenspielelementen, jedoch vom Engländer Julian Gollop. Nichtsdestotrotz sicherte sich Master of Magic Spitzenwertungen und bis heute mehrere Einträge in Listen der besten Spiele aller Zeiten. Zu Spectrum Holobytes Jahresumsatz 1994 trug Master of Magic mit seinem September-Release nur unwesentlich bei. Das börsennotierte Unternehmen machte einen Umsatz von 68,2 Millionen US-Dollar, was gleichzeitig einen Verlust von 39 Millionen Dollar bedeutete. Dieser Schwund basierte teilweise auf dem eigentlich fürs Weihnachtsgeschäft geplanten Formel-1-Rennen, Grand Prix 2 und Spectrum Holobytes zweitem Star Trek-Adventure The Next Generation A Final Unity, was der Verkaufsschlager schlechthin werden sollte. Für letzteres schloss Spectrum Holobyte bereits vor der Microprose-Fusion 1992 eine Kooperation mit Paramount Pictures ab. Gemeinsam wollten sie Star Trek Virtual Reality Center in den amerikanischen Shopping Malls errichten. Diese Kooperation resultierte ebenfalls in der Verwendung der Star Trek The Next Generation Lizenz durch die kalifornischen Entwickler. Das erste Adventure für Nintendos Super NES und Segas Mega Drive kam zwar wie geplant auf den Markt und verkaufte sich über 450.000 Mal, doch A Final Unity, was eigentlich parallel mit dem Star Trek Generations Kinofilm in den Regalen stehen sollte, erschien erst am 31. Mai 1995. Am Tag des tatsächlichen TNG-Erscheinens schloss Spectrum Holobyte dann wiederum einen Kooperationsvertrag mit der American Broadcasting Company ab, die unter ihrem ABC Sports Brand Sendungen wie Wide World of Sports oder Monday Night Football ausstrahlten. Gemeinsam errichteten die beiden Firmen in Hunt Valley, direkt neben den Microprose Büros, ein weiteres Entwicklerstudio, das mit zunächst 5 Spielen innerhalb der folgenden 2 Jahre in direkte Konkurrenz mit EA Sports treten sollte. Die Spiele sollten dabei das Look and Feel der ABC Sportsendung einfangen und für Sony PlayStation, Sega Saturn sowie PC erscheinen. Das Austiner Simtek Studio, was mit einem Entwicklertrio über einer Gyrosbude anfing, lief im selben Jahr zu Höchstformen auf. Neben den Master of Games für Microprose hatten sie zwischenzeitlich ebenso eine Videospielumsetzung von 1830, Railroads and Robber Barons für Konkurrent Avalon Hill in Produktion und standen für Metal Lord The Inner Circle in Verhandlungen mit New World Computing, weshalb Spectrum Holobyte Simtex einen Monat nach der ABC-Kooperation, also im Juni 1995, für 20 Millionen Dollar aufkaufte und es offiziell zu Microprose Texas machte. Gleichzeitig brachte Spectrum Holobyte 1995 neben den verschobenen Spielen aber nur XCOM Terror from the Deep als wirklichen Hit auf den Markt, was den Jahresumsatz zwar auf 84,4 Millionen Dollar steigerte, aber insgesamt trotzdem einen Verlust von 18,1 Millionen Dollar erzeugte. Das wohlgemerkt, obwohl Steve Reis, Spectrum Holobytes neuer CEO, im Herbst 95 eine Finanzspritze von 55 Millionen Dollar organisierte. In der Zwischenzeit war Brian Reynolds vom Microprose Hunt Valley Hauptquartier nach Richmond in England umgezogen.
Denn mit dem Colonization Release heiratete er zeitgleich seine Freundin Jill und dieser wurde angeboten, am Fulbright-Austauschprogramm teilzunehmen. Brian war überzeugt, das einjährige Auslandsjahr würde ihn seinen Job kosten. Doch dank den guten Verkaufszahlen seines ersten eigenen Spiels kaufte ihm sein Chef einen aktenkoffergroßen Compaq-Laptop für $8,700 und ließ ihn in der Abgeschiedenheit seiner Richmonder Wohnung sein zweites Projekt realisieren. Zu der Zeit galt Maxis SimCity 2000 längst als Verkaufsschlager, weshalb MicroProse Brian vorschlug, eine Art Civilization 2000 zu entwickeln. Brian hielt das für eine ausgezeichnete Idee, da er mit der Thematik bestens vertraut war. Er unterhielt sich vor seiner Abreise lediglich 2 Stunden mit Sid, bevor er das programmierte, was 1,5 Jahre später als Sid Meier's Civilization 2 erscheinen würde. Sid selbst wollte zu Brian's Spiel eigentlich ein neues Kampfsystem beisteuern, worin Konflikte ähnlich wie in Master of Magic auf einem getrennten Schlachtfeld ausgetragen wurden. Aber sein erster Prototyp stellte ihn selbst nicht zufrieden und da er sich selbst um Magic the Gathering kümmern musste, fand das neue Schlachtfeldsystem nie Einzug in Civilization 2. Brian bevorzugte, nicht als der Mann in die Geschichtsbücher einzugehen, der Civilization ruinierte, weshalb seine Planung kein neues Killer-App-Feature vorsah. Er verfolgte stattdessen den Ansatz, sämtliche Elemente gründlich zu durchleuchten und zu verbessern. So dachte er sich beispielsweise neue Weltwunder aus, da diese jedoch nur einmal gebaut werden konnten und die Computergegner sie im ersten Teil herbeischieteten, schrieb Brian ein faires KI-Skript zur Errichtung selbiger. Obendrein belohnte er die Spieler durch begleitende Wunderfilme. Ein Feature, das Sid Meier ein Dorn im Auge war, weil es seiner Meinung nach die Wiederspielbarkeit senkte, war das Cheat-Menü. Brian ermöglichte es Spielern dadurch, den Feinden Geld zu stehlen, den Boden unter den Füßen der Gegner zu verändern oder mit einem einzigen Klick eine ganze Zivilisation auszulöschen. Was keiner von beiden erwartete, war, dass diese Funktionalität effektiv Modifikationen anregte. Brians Programmierung ermöglichte es Spielern, Grafiken oder Soundeffekte zu ersetzen und sogar Regeln zu manipulieren. Wodurch wenige Wochen nach dem Civilization 2 Release erste Mods auftauchten und MicroProse später sogar die besten Fanmods als Civilization 2 Erweiterungssets veröffentlichte. Ein Feature, was es nicht mehr ins Spiel schaffte, war der Mehrspielermodus, denn in Hunt Valley arbeitete ein Entwicklerteam parallel an CivNet, was prinzipiell der erste Teil lediglich mit Multiplayer-Upgrade war. Daher stand der Mehrspielermodus für Civilization 2 an letzter Stelle. Auch wenn es Brian gelang, einen adäquaten Prototypen zu programmieren und er tatsächlich einige Matches mit seinem Co-Designer Doug Kaufman austrug, hätte das Balancing zu viel Zeit gekostet. Außerdem gab es marketingtechnisch keinerlei Belege dafür, dass sich ein 4X-Mehrspielermodus vermarkten ließ, weshalb die Führungsetage das Feature strich. Ungeachtet dessen entwickelte sich Civilization 2 bei seinem Februar 1996 Release zu einem Verkaufsschlager. Weltweit griffen über 600.000 Käufer bis Ende des Jahres zu dem Spiel und in den Folgejahren sollten die Verkäufe auf über 3 Millionen anwachsen. Damit übertraf es die Erwartungen von Spectrum Holobytes Marketingabteilung bei weitem, denn die prophezeiten dem Spiel anfänglich 38.000 Verkäufe. Jahre zuvor, im Sommer 1989, ließ sich Sid Meier in Vorbereitung des MicroProse Börsenganges von Bill Steely auszahlen. Sid hegte nie Interesse an finanziellen Entscheidungen oder gar dem Vertrieb. Er wollte lediglich in Ruhe Computerspiele programmieren und seine damalige Vereinbarung mit Bill ermöglichte ihm das. Aber im Verlauf von 1995 änderte sich seine Einstellung. Denn aus der Sicht vieler MicroProse-Angestellter gestand die Spectrum Holobyte-Führung ihnen viel zu geringe Entwicklungsbudgets zu. Was nicht nur durch die ständigen Verluste des Unternehmens entstand, sondern hauptsächlich ein Resultat des ungefähren Umsatzes nach Schätzung des Spectrum Holobyte-Marketings war. Da die Verkäufe von Militärsimulationen mittlerweile rückläufig waren, entdeckte Spectrum Holobyte ein Lizenzprodukt nach dem anderen für sich. Ihre neueste Akquirierung war Top Gun. Den Tom Cruise-Film verwandelten sie 1996 in einen actiongeladenen Shooter mit Full-Motion-Videosequenzen à la Strike Commander. 1997 sollte sich das Konzept mit Starship Troopers fortsetzen.
Sid war hingegen kein Fan von Lizenzen, weil sie ihm unnötige Grenzen auferlegten. Als Spectrum Holobyte dann eine versprochene Bonuszahlung ausfallen ließ, beschlossen Sid Meier, Brian Reynolds und Jeff Briggs auszusteigen und ein eigenes Studio zu eröffnen. Da Jeffs Vertrag bereits im April 1996 endete, ging er als erster und gründete im Folgemonat Firaxis. Alle drei trennten sich im Guten von ihrem alten Arbeitgeber, denn Spectrum Holobyte hatte zu der Zeit keinerlei Interesse an Sid Meiers Strategiespielen und Sid wollte wiederum nichts mehr mit den Simulationen zu tun haben, weshalb er selbst nach seiner Kündigung trotzdem noch Magic the Gathering für Microprose vollendete und dafür im Gegenzug seine gesamten Code-Libraries und Programmierwerkzeuge mitnehmen durfte. Ebenfalls im Mai 1995 verkaufte Spectrum Holobyte bereits wieder ihren 50% Anteil des OT Sport Studios an Partner ABC, also bevor sie Spiele wie ABC Sports, Monday Night Football oder ABC Sports Indie Racing auslieferten. Mit der Übernahme Simtexes durch Spectrum Holobyte stieg Steve Bassia zu Microprose Vizepräsident für Produktentwicklung auf. Zwar schrieb er das Master of Orion 2 Design-Dokument noch vor der Übernahme, programmierte infolgedessen jedoch nicht mehr selbst, sondern überwachte lediglich die Realisierung. In seine Fußstapfen trat hingegen Simtex-Mitgründer Ken Bird. Steves leitende Produktion führte vielmehr dazu, dass unglaubliche Mengen an Illustrationen des Art Departments verworfen wurden. Ebenso kritisierte er die späte Implementierung des Mehrspielermodus, die Master of Orion 2 zu einer kostenintensiven Produktion machten und seiner Meinung nach letztlich der Qualität schadeten. Prinzipiell versuchte Ken, unzählige Spielfeatures umzusetzen, welche sich die Community nach dem ersten Teil wünschte, was grob auf mehr Detailreichtum und Automatisierung hinauslief. Steve schlug deshalb ein geschichtetes Designkonzept vor, durch das der Spieler entscheiden konnte, worauf er sich konzentrieren wollte. Bedauerlicherweise fanden viele dieser Features aus Budgetgründen nicht ihren Weg ins fertige Spiel. Nichtsdestotrotz wurde Master of Orion 2 ein würdiger Nachfolger. Die beliebtesten außerirdischen Völker des ersten Teils wurden um 3 neue erweitert. Die matriarchalische Elfenkriegergemeinschaft der Illyrians, die kleinwüchsigen Gnolems, welche viel Vermögen anhäuften, aber sich als schlecht im Kampf erwiesen, und die Trilarians, ein aquatisches Volk von Telepathen, die durch gute Diplomatie glänzten und sehr viel Nahrung auf Wasser- und Sumpfplaneten produzierten. Generell strahlten sie alle echte Individualität aus und konkurrierten selbstverständlich weiterhin durch Diplomatie, Spionage und Planetenjagd um das Amt des galaktischen Präsidenten. Wie in Master of Magic stand es dem Spieler frei, sich alternativ ein individuelles Volk zu erschaffen. Ebenso übernahm Ken das Städtemanagement des Fantasy-Vorgängers für die Planeten des Science-Fiction-Spiels. Es gab verschiedene Bevölkerungskategorien, die von Minenarbeitern über Bauern bis hin zu Wissenschaftlern reichten. Ihre Produktivität wurde sogar von der Moral auf dem Planeten bestimmt, welche der Spieler wiederum durch die Errichtung von Holosimulatoren oder Pleasure Domes steigern konnte. Nach einem ähnlichen Prinzip agierten die gottgleichen Helden-Moms. Sie ließen sich in Master of Orion 2 als Regulator eines Planeten oder Crewmitglied eines Schiffes einsetzen, was die Effektivität von letzteren steigerte. So half ein Umweltschützer, die Luftverschmutzung des Planeten zu verringern, oder der Angriffswert eines Schiffes stieg durch das Hinzufügen eines Waffenoffiziers. Allesamt gewannen fortan ebenfalls Erfahrung und Crewmitglieder ließen sich sogar mit Rettungskapseln in Raumschlachten beschützen. Ken wollte eigentlich verhindern, dass Spieler weiterhin gigantische Raumschiffschlachten mit 32.000 Schiffen austrugen, indem sie Unterhaltskosten steigerten. Er peilte Imperien mit einer 30 Schiffe starken Armada an und erfand sogar riesige Schiffe wie den Doomstar, der sich mit einem Mauler-Device in einen Planetenkiller à la Star Wars Todesstern verwandeln ließ. Doch wie sich herausstellte, ließ sich die Community nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Trotz unzähliger Patchversuche mit taktischen Kampflösungen und Automatisierung errichteten die Spieler weiterhin ihre umfangreichen Armadas. Das tat dem kommerziellen Erfolg des Spiels jedoch keinen Abbruch, als Master of Orion 2
Battle at Antares im November 1996 erschien, heimst es durchschnittlich eine 85% Wertung ein. Unzählige Spielemagazine nominierten es zum besten Strategiespiel 1996 und es gewann sogar den Origins Award als bestes Science-Fiction-Spiel 1996. Allein im ersten halben Jahr verkaufte sich Master of Orion 2 mehr als 200.000 Mal. Obwohl Spectrum Holobyte im zweiten Quartal 1996 1,5 Millionen Exemplare von Civilization 2, Grand Prix 2 und Top Gun verkaufte und somit in diesen drei Monaten einen kleinen Gewinn verzeichnete, machten sie über das gesamte Jahr hinweg erneut einen Verlust von 39,8 Millionen Dollar. Geld, das ihnen fehlte, um auf profitablere Plattformen wie Sonys PlayStation oder Nintendos N64-Konsolen umzusteigen. Weshalb CEO Steve Race 1996 erneut viele Mitarbeiter entließ, sämtliche Operationen zu Microprose in Hunt Valley verlagerte und das Spectrum Holobyte-Label fallen ließ. Alle Spiele, egal von welchem Angestellten sie programmiert wurden, erschienen fortan als Microprose-Spiel, denn im Volksmund genoss Microprose den besseren Ruf. Steve Bassia stieg im Rahmen dieser Umstrukturierung zum Worldwide Creative Director auf und die frühere TechWar-Produzentin Amy Smith Boylan stieg zum Kopf des Hunt Valley Hauptquartiers auf. Drei Jahre zuvor, im Juli 1993, erfand Kombinatronik-Student Richard Garfield Magic the Gathering. Ein Sammelkartenspiel, bei dem sogenannte Planeswalker durch die imaginären Welten des Multiversums reisten, dabei Zauber lernten, Wesen aus anderen Welten trafen und sich mit anderen Planeswalkern duellierten. Bereits einen Monat später stießen David Etheridge und ein paar Microprose-Kollegen im örtlichen Comicshop auf das Alpha-Set des Kartenspiels. Zu dem Zeitpunkt fehlten Magic noch unzählige Regeln, zum Beispiel wie Unterbrechungszauber und Spontanzauber miteinander agierten, was die Portierung in ein Computerspiel schwierig gestaltete. Aber Magic the Gathering verdrängte dermaßen schnell alle Brettspiele aus Microprose Pausenraum, dass David das Spiel unbedingt realisieren wollte. Da die ehemalige Spectrum Holobyte-Führung ohnehin große Fans von Lizenzprodukten waren, gestatteten sie David umgehend einen Vertrag mit Wizards of the Coast abzuschließen. Innerhalb weniger Monate, pünktlich zum Release der Beta-Edition, fing Davids Team somit an, die Kartenspielmechaniken in ein MS-DOS-Spiel zu verwandeln. Doch die Entwicklung kam äußerst schleppend voran, was nicht nur an der Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast bezüglich neuer Regeln lag, sondern ebenfalls an der Mehrspielermechanik. Denn beim Originalsammelkartenspiel traten zwei oder mehr Spieler gegeneinander an. In einer Zeit, in der Quake Deathmatches an der Tagesordnung waren und Richard Garriott parallel Ultima Online produzierte, sollte man denken, so etwas wäre kein Problem. Aber mit Wild Bills früherem Spielautomatenfehlschlag war der Aufsichtsrat nicht bereit, in Serverarchitektur zu investieren. Ein Problem, an dem schon Civnet litt. Das gestaltete ein Matchmaking gleich starker Decks extrem schwierig. Dann verlagerte Microprose ihre gesamte Produktion auf Windows 95, wodurch das Magic the Gathering Projekt beinahe eingestellt wurde. Das heißt, bis das Sammelkartenspiel selbst in der Presse extrem an Popularität gewann und die Firmenführung Sid Meier beauftragte, sich dem Projekt anzunehmen. Sid hatte das Kartenspiel nie gespielt, empfand es jedoch als eine gebührende Herausforderung, eine KI-Routine für Gegenspieler zu programmieren. Ihm war außerdem klar, dass potenzielle Käufer eine klassische Einzelspielerkomponente erwarteten, also kreierte er Shenra-La. In diesem mystischen Reich interagierte der Spieler mit als Feinden personifizierten Spielkarten. In einer isometrischen Darstellung reiste der Spieler von Dorf zu Dorf und Burg zu Burg, entdeckte Schätze und bekämpfte Feinde, die ihn gewissermaßen aufsteigen ließen und sein Deck um mächtige Karten bereicherten. Ganz so wie der Kauf von Kartenpaketen im realen Leben. Die Kampagne gewann stetig an Beliebtheit innerhalb der Microprose-Tester. Doch dann zog Wizards of the Coast die Reißleine. Aus ihrer Sicht waren einige seltene Karten im Vergleich zu den realen Versionen viel zu leicht zu bekommen und so zwangen sie Microprose, besagte Karten gänzlich aus dem Spiel zu streichen.
Als kleinen Trost durften sie stattdessen das Astralset implementieren. 12 Karten, die es im Originalkartenspiel nicht gab, weil sie Zufallskomponenten enthielten. So entstanden Karten mit wechselnden Farben oder Karten, die eine zufällige andere Karte auf dem Brett zerstörten. Dieses Astralset als reguläre Sammelkarten der Packung beizulegen, untersagte Wizards of the Coast Microprose jedoch ebenfalls, weshalb der Publisher sie beim März 1997 Release in überdimensionaler Größe produzierte. Auf diese Weise waren sie in jedem normalen Deck sofort zu erkennen und quasi unbrauchbar. Das tat dem Verkauf des PC-Spiels jedoch keinen Abbruch. Microprose brachte 1997 200.000 Exemplare unters Volk und verdoppelte die Verkäufe bis Ende 1999. Ende der 80er erfüllte sich Jordan Wiseman einen 10 Jahre alten Traum. Er eröffnete das erste Battletech Center. In diesem Location-Based Entertainment stiegen 8 Besucher in sogenannte Pods, die das Cockpit eines gigantischen Roboters darstellen sollten, und kämpften in Teams mit bzw. gegeneinander. Es war das erste Netzwerkspiel für die Öffentlichkeit und ebenfalls das erste 3D-Spiel für die Öffentlichkeit. Battletech Center wuchsen zu einem gigantischen Erfolg, der sich innerhalb von 3 Jahren auf 30 weitere Städte bis nach Japan ausbreitete und schließlich die Disney Family übernahm. Dynamics waren die ersten, die das Spielprinzip 1989 auf den PC brachten. Den wahren Durchbruch feierte Publisher Activision jedoch 1995 mit MechWarrior 2 31st Century Combat. Der actiongeladene Mech-Simulator erschien zeitgleich mit der Etablierung der ersten 3D-Beschleunigerkarten, wodurch Activision über 10 Millionen Exemplare unters Volk brachte. MechWarrior 2 blieb nicht nur für 10 Jahre Activisions meistverkauftes Computerspiel, es machte den Publisher quasi über Nacht zu einem der Großen. Die MechWarrior 2 Entwicklung, bei der Farsa nur assistierte, war jedoch milde beschrieben holprig, weshalb Jordan Wiseman beschloss, für MechWarrior 3 sowie den Strategiespielableger Mech Commander ein eigenes Entwicklerstudio zu gründen und Activision nur als Publisher zu behalten. Als Activision das ablehnte, entzog Jordan ihnen die Lizenz und eröffnete Farsa Interactive Technologies. Derartige Militärsimulationen und Strategiespiele passten selbstverständlich ideal in Microprose Produktportfolio, weshalb sie im Juli 1997 einen Publishing-Vertrag mit Farsa Interactive abschlossen, auf das diese 3 Battletech-Spiele sowie 2 Shadowrun-Spiele für sie realisierten. Microprose finanzielle Probleme waren zwischenzeitlich nicht nur durch den Aktienkurs öffentlich bekannt. Am 5. Oktober 1997 stieg der ständig fallende Kurs jedoch unerwartet von $5 wieder auf $7 an, denn an dem Tag kündigte GT Interactive an, Microprose für $250 Millionen kaufen zu wollen. Über wenige Verhandlungsmonate hinweg behielt der Aktienkurs seinen Höhenflug. Aber dann verkündeten beide Firmen einvernehmlich, die Fusion wäre wegen kultureller Unterschiede gescheitert. Man musste sich tatsächlich mit den internen Begebenheiten beider Firmen beschäftigen, um hinter den wahren Grund zu kommen. Microprose schrieb die Bonuszahlung an ihre Entwickler direkt bei der Auslieferung des Spiels als Unkosten ab, wohingegen GT Interactive sie periodisch nach der Auslieferung auszahlte. Deshalb hätte die Fusion GT Interactive nicht nur $250 Millionen in Aktienanteilen gekostet, sondern gleichzeitig eine Auszahlung von $87,5 Millionen mit sich gebracht. Für beide Firmen nahm der Aktienkurs infolge der Abkündigung eine Talfahrt. Microprose Aktie fiel auf gerade mal $2,31. Julian Gollops XCOM-Reihe war zwischenzeitlich zu einer der beliebtesten aus Microprose Spielepalette geworden. Da es genau wie Master of Magic und Master of Orion 2 Rollenspielelemente mit einer Strategiebasis verband, ist es wohl kaum verwunderlich, dass Steve Bassia parallel zum Terrors from the Deep Release ein Konzept schrieb, welches sich am besten als XCOM mit Superhelden beschreiben ließ. Guardians Agents of Justice verschlug den Spieler ins Jahr 2091, wo die exzessive Luftverschmutzung Mutanten hervorrief und die Konzerne mit ihren kybernetischen Experimenten mächtige Mensch-Maschine-Hybride produzierten.
Der Spieler wählte sich einen beliebigen Standort auf der Welt aus, fing von diesem aus an, andere Superhelden anzuwerben und rückte von dort aus zu Missionen gegen die drei Superbösewicht-Organisationen aus. Den von Europa aus agierenden X-Men-artigen Bestien der Claw, deren genetische Veränderungen zu einem breiten Spektrum an Fähigkeiten führten, den nordamerikanischen Tech-Lords, deren roboterartige Architektur ihnen schwere Panzerung verlieh, und den asiatischen Shadowin, einer Weiterentwicklung der Yakuza mit schwarzer Magie, welche sie zu Ninja-artigen Magiern machte. Die drei Organisationen teilten sich 5 niedere Söldnertypen, doch von ihnen aufwärts gab es auf bestimmte Fähigkeiten spezialisierte Agenten und an jeder Spitze 3 Superbösewichte, die dem Spieler von den Fähigkeiten her ebenbürtig waren und im Spielverlauf genauso aufstiegen. Um ihnen Paroli bieten zu können, durfte der Spieler insgesamt 6 Superhelden rekrutieren und ihnen im Verlauf von 10 Charakterstufen neben Ausrüstung verschiedene Fähigkeiten und Modifikatoren spendieren. Wobei die Auswahl pro Held auf ein bestimmtes Spektrum limitiert war. So ließ sich Scarab wohl am besten als eine mystische Heldin beschreiben, die mit ihren mentalen Fähigkeiten Gedanken kontrollieren, Telekinese wirken und Schutzschilde errichten konnte, während sie zu Feinden wahlweise flog oder sich teleportierte. Hunter kombinierte hingegen Biochemie mit Zielfähigkeiten, er feuerte mit Laserblaster um sich, fesselte Feinde an den Boden und deckte das Gelände mit seiner verbesserten Sichtweise auf. Sie alle sammelten auf den ca. 45 zufälligen Missionen der Kampagne, die von Kidnapping über Gefängnisausbrüche bis hin zu Ablenkungsmanövern reichten, Erfahrungspunkte. Etwas, was den in der Basis verbleibenden Helden ebenso durch die Trainingsanlage gelang. Denn die Feinde konnten jederzeit die eigene Basis überfallen und dann war das Spiel vorbei. Um davor zu warnen und normale Aufträge zu erhalten, verfügte die Basis über einen War-Computer, der alle Ereignisse auf der Welt analysierte und dadurch mögliche Bedrohungen erkannte. Um rechtzeitig gewarnt zu werden und mehr Missionen zu erhalten, ließ er sich aufrüsten. Doch selbige Ressourcen konnte der Agents of Justice Spieler auch in besagte Trainingsanlage stecken, die vom normalen Fitnessraum bis zum X-Men Holodeck reichte. Ein Medical Center, das die Heilung beschleunigte und in der höchsten Ausbaustufe sogar Helden im Todesfall klonte. Oder die Transportmöglichkeit selbst, welche mit einem langsamen Flugzeug begann und bis zum Teleporter reichte. Wodurch sie darüber entschied, wie viele Missionen der Spieler in der begrenzten Zeit absolvieren konnte. Wie für Steve Barcias Spiele üblich, war Guardians Agents of Justice vollgestopft mit Features, die weit über das hinausgingen, was die alle 2 Jahre produzierbaren XCOM-Spiele leisteten. Das isometrisch dargestellte Schlachtfeld ließ sich nicht nur drehen, sondern umfasste unzählige Geländetypen, von Stadt über Wüste und Dschungel bis hin zu vulkanischem Gelände. Ganz davon abgesehen, dass es einen kooperativen Mehrspielermodus sowie einen Battle Royale Mode gab. Das alles war vermutlich der Grund, warum Guardians Agents of Justice erst nach 3 Jahren Entwicklung ins Alpha-Stadium gelangte. Zu dem Zeitpunkt wollte Produzent Kevin Sturdivant nochmal ein halbes Jahr für den Neubau einiger Spielelemente investieren, was das Spiel frühestens zum Weihnachtsfest 1998 in die Läden gebracht hätte. Parallel löste Westwood Studios Command & Conquer zum Projektbeginn aber bereits eine Veränderung des Marktes aus. Rundenbasierende Strategiespiele mit einem Aktionspunktesystem kamen aus der Mode. Laut Analysten waren die Käufer nur noch an Echtzeitstrategiespielen interessiert, weshalb Microprose ihr Austiner Studio, das als Simtex begann, im Juni 1998 schloss, 32 Mitarbeiter entließ und die Guardians of Justice Entwicklung einstellte. Sid Meiers 1994 erschienenes Civilization war streng genommen eine erweiterte Version des gleichnamigen Brettspiels, was wiederum in Nordamerika von Avalon Hill vertrieben wurde. Wild Bill handelte damals mündlich mit deren Geschäftsführer Eric Dodd aus, dass beide Firmen einfach Rabattgutscheine für das jeweils andere Spiel in die Packung legen würden. Konkurrent Activision lizenzierte die Rechte jedoch Monate später, um Civilization Call to Power produzieren zu dürfen. Was im November 1997 zu einer bizarren Klage führte. Activision und Avalon Hill verklagten gemeinsam Microprose wegen Copyright-Verletzung. Wieso gemeinsam? Nun,
Avalon Hill fehlte das Kapital für diesen Rechtsstreit und Activision hatte keinerlei Rechtsgrundlage dafür. Aber zusammen hofften sie, die Kontrolle über den extrem gewinnbringenden Franchise zu erhalten. Die Microprose-Führung reagierte darauf mit einer Der-Gewinner-bekommt-alles-Strategie. Statt einer Gegenklage kauften sie den britischen Hersteller des Originalbrettspiels, Heartland Trefoil. Microprose verfügte damit also über deren Civilization-Lizenzvertrag mit Avalon Hill. Selbstverständlich kündigten sie diesen zusammen mit allen anderen, wodurch Avalon Hill ihre gewinnbringenden Brettspiele plötzlich nicht mehr verkaufen durfte. Um den bevorstehenden Bankrott abzuwenden, verkauften sie ihre Firma an Hasbro Interactive. 8 Tage später kaufte Hasbro Interactive ebenfalls für 70 Millionen Dollar Microprose. Mit dem finanziellen Kapital des Spielzeugriesen wandelte sich Microprose Zielplattform. Der PC-Markt wurde aufs Abstellgleis gelegt und der eigentliche Fokus sollten Konsolen wie Sonys PlayStation, Nintendos N64 und Segas Dreamcast werden. Schotte Chris Sawyer spielte nach der Vollendung von Transport Tycoon Deluxe Ende 1995 mit verschiedenen Ideen für sein nächstes Werk herum. Er verbrachte fast ein Jahr mit der Programmierung einer neuen isometrischen 3D-Engine, damit Schienen und Straßen nicht länger auf die unterste Ebene limitiert waren. Es gelang ihm, mehrstufige Brücken zu konstruieren, dass also Brücken über andere Brücken verliefen und Züge korrekt darüber und darunter fuhren. Aber an dem Punkt geriet Chris ins Stocken, weil ihm keine großartigen weiteren Features in den Sinn kamen. Woraufhin er die Transport Tycoon 2 Entwicklung im August 1996 einstellte. Zur selben Zeit entdeckte der Schotte durch ein paar Freunde sein Interesse an Achterbahnen. Er besuchte einen Freizeitpark nach dem anderen, hauptsächlich wegen seiner Faszination für die dahinter steckende Ingenieurskunst. Zusammen mit seinem Transport Tycoon erschien 1994 außerdem Bullfrog Theme Park, ein Chris' Meinung zufolge unterhaltsames Spiel, bei dem die Achterbahnen jedoch absoluter Müll waren. Als er dann in einem White Knuckle Ride Buch blätterte und die atemberaubenden Fotos von Achterbahnen der ganzen Welt sah, stand das Ziel für sein neues Spiel fest. Im September 1996 fing er mit der Entwicklung von Rollercoaster Tycoon an. Was mit der Absicht begann, einen hölzernen Rollercoaster und eine stählerne Looping-Achterbahn zu implementieren, gedieh zu einer Ambition, die verschiedenen Arten zu verstehen und ihre Einzigartigkeit im Spiel zu verewigen. Die winzigen Gäste wurden dabei ebenso wichtig, denn eine gute Achterbahn ist nur so gut wie die Freude der Gäste. Wodurch die fundamentale Mechanik des Spiels entstand. Gute Rides bauen, welche die Besucher glücklich machten und ihnen so das Geld aus der Tasche zog. Weshalb der Spieler tatsächlich jeden Besucher anklicken und sein Feedback zur Fahrt abfragen konnte. Im Verlauf der Jahre kamen Transportmittel in Form von Monorails sowie Zügen, Belustigungen wie Riesenräder oder Heckenlabyrinthe oder Thrillrides wie Go-Kart-Bahnen hinzu. Bis sich Rollercoaster Tycoon Anfang 1999 endlich der Fertigstellung näherte. Chris hatte für den Vertrieb des Spiels bereits 1998 einen Vertrag mit Hasbro abgeschlossen, weil er sein Werk als ein Spielzeug sah und ein Spielzeughersteller somit am besten geeignet hielt. Als diese dann parallel Microprose kauften, bekam er eher zufällig die Gelegenheit, den Tycoon-Titel weiterverwenden zu dürfen. Vom März-Release bis zum Ende von 1999 verkaufte Hasbro Interactive weltweit mehr als 800.000 Exemplare des Spiels. Womit es zu Amerikas meistverkauftem PC-Spiel des Jahres wurde. Steve Basir kehrte Microprose mit der Schließung seines eigens gegründeten texanischen Studios 1998 den Rücken. Er wechselte zu den ebenfalls in Austin ansässigen Retro Studios und produzierte deren Erstlingswerk Metroid Prime. Für Hasbro starb das 4X-Konzept mit seinem Ausscheiden jedoch nicht. Stattdessen kam die Firmenführung auf die Idee, das Master of Orion-Spielkonzept mit einem noch gewinnbringenderen Franchise zu koppeln, Star Trek. Durch die fehlende Simtex-Mannschaft fiel die Realisierung der Idee dem Top Gun Fire at Will-Team zu. Oder vielleicht lässt es sich besser als die letzten verbliebenen Spectrum Holobyte-Mitarbeiter beschreiben.
Wie auch immer machte es dieser Umstand wenig verwunderlich, dass sie die Falcon 4.0 Engine als Grundlage des Strategiespiels verwendeten. Die Engine basierte auf BSP, also der räumlichen Unterteilung geometrischer Objekte, was für Flugsimulationen ebenso gut geeignet war wie für die Darstellung hunderter Schiffe in einem Weltraumkampf. Davon abgesehen leiteten Produzent Jeff Holzhauer und Programmierer Bill Shin viele Elemente ihres Konzepts vom Dune-Brettspiel ab, was ähnlich wie die Master of Games Helden beinhaltete und ebenso ein Verratssystem einschloss, wobei erstere im Entwicklungsverlauf zu einem Lizenzalbtraum gediehen und es somit nie ins fertige Spiel schafften. Star Trek-Fans der damaligen Zeit fragten sich vermutlich ebenso, warum Hasbro dem Spiel nicht Deep Space Nine zugrunde legte. Schließlich lief die Serie zeitgleich im Fernsehen und bot eine deutlich bessere Grundlage für eine politische und territoriale Space Opera. Auch diese Antwort war in den Lizenzrechten zu finden. Hasbro besaß durch die Übernahme von Spectrum Holobyte lediglich die Star Trek The Next Generation Lizenz, weshalb der Spieler neben der Föderation zwar Klingonen, Romulaner, Ferengi und Cardassianer verkörpern durfte, jedoch kein Dominion im Spiel zu finden war. Dafür baute Bill sämtliche Völker entsprechend ihrer Serienvorlage aus. Cardassianer wurden beispielsweise Meister der Spionage, bei den Ferengi drehte sich alles um Akquise und die Föderation waren selbstverständlich die ultimativen Diplomaten, ganz wie Captain Picard es vormachte. Das Weltraumeroberungsspiel begann im Jahr 2160, als die Erdregierung zusammen mit den Vulkaniern die Föderation gründete, was den Spieler automatisch in eine Reihe von Erstkontakten mit verschiedenen außerirdischen Völkern brachte und dem Game außerdem seinen Titel bescherte, Star Trek: Birth of the Federation. Bis zum eigentlichen Beginn des Next Generation Zeitalters, 200 Jahre später, durfte der Spieler bis zu 30 der 150 Völker als Alliierte gewinnen und damit neue Fähigkeiten für seine Flotten und Kolonien erlangen. So verstärkten Betasoide beispielsweise die Spionageabwehr und die blauhäutigen Bullianer verbesserten hingegen die eigene Spionage. Für viele dieser Völker musste sich das Team neue Schiffstypen einfallen lassen, denn bis dahin besaßen Klingonen oder Ferengi keine Kolonistenschiffe oder ähnliches. Dem Spieler selbst das Schiffdesign zu überlassen, wie es in den Master of Orion Spielen der Fall war, stand zwar auf Jeffs und Bills ursprünglichen Plan, ging aber ebenso wie ein komplexeres Arbeitersystem à la Civilization über Bord. Dafür blieben sie dem Konzept des übermächtigen Feindes treu. Statt den überlegenen Antaranern fielen durch ein Zufallsereignis die Borg in den Quadranten ein und zwangen sämtliche Spielparteien dazu, sich mit ihnen zu befassen. Es mussten Allianzen geschlossen werden oder alle gingen unter. Star Trek: Birth of the Federation erlangte beim Mai 1999 Release zwar lediglich eine Durchschnittswertung von 69%, womit es deutlich hinter seinen Master of Orion Vorbildern lag, aber die Vermutung des Marketingteams ging dennoch auf. Hasbro Interactive verkaufte knapp 2 Millionen Exemplare des Star Trek 4X Games. 1995 hatte Tom Dusenberry Hasbro Interactive als unabhängige Abteilung des Spielzeugherstellers gegründet und es allein durch Videospielumsetzungen eigener Lizenzen wie Monopoly, Cluedo oder Risiko aufgebaut. 1997 stiegen Hasbro Interactives Einnahmen durch Top-10-Hits wie Frogger oder Tonka Search and Rescue bereits von 35 Millionen auf 86 Millionen Dollar, wodurch er 1998 vor der Microprose-Übernahme bereits Atari Games alte IPs kaufte, um Klassiker wie Asteroids und Missile Command wiederzubeleben, Namco-Spiele wie Pac-Man, Galaxian oder Pole Position lizenzierte und sogar eine neue Sportspielabteilung aus dem Boden stampfte, für die er einen 5-Jahres-Vertrag mit der Formel 1 und National Football League abschloss. Ungeachtet dieser Ausgaben machte Hasbro Interactive 1998 immer noch 23 Millionen Dollar Gewinn bei einem 196 Millionen Dollar Umsatz. Anfang 1999 führte Tom seinen Siegeszug fort, indem er Wizards of the Coast und Lernsoftwarehersteller Europress erwarb.
Aber die kontinuierlich steigenden Entwicklungskosten sorgten im selben Jahr dafür, dass unzählige Projekte über ihr angepeiltes Budget hinausschossen und gleichzeitig nicht wie geplant zum Weihnachtsgeschäft in den Regalen standen. Hasbro Interactive generierte trotz Einnahmen von 237 Millionen Dollar 74 Millionen Verlust, was im Dezember 1999 zur Schließung des ursprünglichen Spectrum Holobyte Studios in Alameda, Kalifornien, sowie Micropros ehemaligen Portierungsstudio in Chapel Hill und weiteren Entlassungen in Hunt Valley führte. Micropros bestand somit lediglich noch aus zwei kleinen Studios, das englische Chip and Sodsbury Büro, was sich um die Grand Prix-Reihe kümmerte, und das amerikanische Hunt Valley, das an XCOM-Shootern arbeitete. Seit der Veröffentlichung von Sid Meier's Civilization im Dezember 1991 hatten unzählige Firmen versucht, an dessen finanziellen Erfolg anzuknüpfen. Avalon Hill warf im März 1996 parallel zu Brian Reynolds' Civilization 2 ihr Advanced Civilization auf den Markt. 3 Jahre später versuchte Activision mit Civilization Call to Power etwas vom Kuchen abzubekommen, woraufhin Hasbro Interactive im August 1999 mit Civilization 2 Test of Time reagierte. Ironischerweise verkaufte Sid Meier's Alpha Centauri in dem Jahr jedoch die meisten Exemplare. Es landete auf Platz 10 der bestverkauften Spiele des Jahres und wurde laut Fans der einzige würdige Civilization-Nachfolger, obwohl es nicht mal Civilization im Namen trug. Aus diesem Grund überredete Micropros Vize-Entwicklungsleiter Tony Parks die Hasbro Interactive-Führung, nach dem Test-of-Time-Fehlschlag Civilization erneut an Sid Meier zu lizenzieren und somit Phyrexis für Hasbro Civilization 3 produzieren zu lassen. Mit einer Durchschnittswertung von 90 Punkten und über 500.000 Verkäufen knüpfte es im Oktober 2001 tatsächlich an den alten Ruhm an. Zu dem Zeitpunkt gab es Hasbro Interactive jedoch schon nicht mehr. Denn mit der bröckelnden Fassade 1999 übernahm Mutterkonzern Hasbro selbst die Führung der Interactive-Tochter. Eine von Tom Dusenberrys Visionen war es gewesen, Online-Games zu produzieren, wozu er bereits 1995 die Domain Gamescom registrierte, also Jahre bevor Mega-Publisher wie Electronic Arts überhaupt über eine gewöhnliche Internetseite nachdachten. Dieses Vorhaben ging die neue Hasbro Interactive Führung 2000 an. Sie stampften für 100 Millionen Dollar ein Entwicklerstudio für Online-Games in Silicon Valley aus dem Boden. Bedauerlicherweise gelang es ihnen jedoch nicht, den Gebäudekomplex überhaupt zu füllen, weshalb der Studioaufbau sich bis 2001 hinziehen sollte. Doch zeitgleich explodierte im März 2000 die Dotcom-Blase, bei der unzählige internetbasierende Firmen untergingen. Hasbro Interactives Aktienkurs fiel kontinuierlich von 37 Dollar im Frühling 1999 auf 11 Dollar im Sommer 2000. Zum ersten Mal in ihrer Firmengeschichte verloren sie massiv Kapital. Es dauerte nicht lange, bis der Hasbro-Mutterkonzern entschied, ihren Interactive-Zweig abzustoßen. Am 29. Januar 2001 veräußerten sie Hasbro Interactive für 100 Millionen Dollar an den Branchenriesen Enfant-Gram. Das größte Interesse der Franzosen lag dabei in Hasbros Marken, beginnend mit Monopoly über Scrabble bis hin zu Dungeons & Dragons, für die sie durch die Übernahme 15 Jahre lang Videospielversionen produzieren durften. Micropros betrachtete Enfant-Gram hingegen als eine niedere Marke, welche sie aufs Abstellgleis schoben. Die schon viel zu lange andauernde XCOM Alliance-Entwicklung in Hunt Valley erschatten sie ein und die PC-Version von Grand Prix 4 wurde im Juni 2002 das letzte Werk der 30-köpfigen Chip in Sodsbury-Niederlassung. Die geplante Xbox-Version des Rennspiels erblickte nie das Licht der Welt, was ebenso ein Umstand der auslaufenden 5-Jahres-Lizenz war und dass Sony Computer Entertainment sich zwischenzeitlich die Exklusivrechte zur Formel 1 sicherte. Gänzlich unabhängig von diesen Micropros internen Geschehnissen hatte sich Rollercoaster Tycoon zwischenzeitlich zu einem gigantischen Hit gesteigert.
2002 lief es bereits auf 6 Millionen Verkäufe zu, was nicht nur unzählige Klone der Konkurrenz wie Monopoly Tycoon oder Mall Tycoon hervorrief, sondern auch Chris Sawyer nach 2 Erweiterungssets zur Produktion von Rollercoaster Tycoon 2 übergehen ließ. Im Gegensatz zu Transport Tycoon war der Schotte es längst nicht leid, an Achterbahnen zu arbeiten. Auf seinem Wunschzettel standen unzählige Features, die es aus Zeitgründen nicht in den ersten Teil schafften. Außerdem wollte er einige Spielelemente gänzlich überholen, wie beispielsweise, dass sich Landschaftsobjekte nicht nur auf der untersten Ebene platzieren ließen. Insgesamt plante Chris ein schlichtweg umfangreicheres und besseres Spiel, in dem die Käufer ihre kreative Freiheit gänzlich ausleben konnten. Rollercoaster Tycoons Fahrgeschäfte gewannen deutlich an Komplexität und Prunk, indem Chris die Originale aus sämtlichen Six Flags Parks der Welt implementierte. Ganz zu schweigen von neuen Fressbuden, Toilettenhäuschen, Souvenirgeschäften, Geldautomaten und vielem mehr. Der Spieler durfte ferner eigene Achterbahnen außerhalb der finanziellen Restriktionen konstruieren, welche die gewohnten Szenarien mit sich brachten, und mit dem neuen Szenario-Editor selbst Richtlinien für zukünftige Parks festlegen. Letztere ließen sich, genau wie die selbstgebauten Achterbahnen, über die Rollercoaster Tycoon 2 Webseite mit anderen Spielern austauschen. Rollercoaster Tycoon 2s Verkäufe reichten mit 1,1 Millionen nicht ganz an seinen Vorgänger heran. Aber als eines der wenigen Microprose-IPs hielt Enfrogramme daran fest. Mit dem Schritt in einen dreidimensionalen Freizeitpark für Rollercoaster Tycoon 3 gedieh die Reihe jedoch schlagartig zu etwas, was sich nicht länger von Chris allein in seinem Kämmerlein programmieren ließ. Gleichzeitig verspürte er wenig Interesse, zum Leiter eines großen Teams aufzusteigen, weshalb Chris die Produktion der Nachfolger Frontier Developments überließ und diesen lediglich als Berater zur Seite stand. Er selbst versuchte parallel Transport Tycoon als Chris Sawyers Locomotion wiederzubeleben, was bei seinem späteren 2004 Release jedoch nicht an den finanziellen Durchbruch seines Vorgängers anknüpfte. Jahre zuvor, im Mai 1999, als die Hasbro Interactive Microprose Fusion gerade abgeschlossen war, begegnete Produzent Michael Mancuso auf der E3 Quicksilver Software CEO Bill Fischer. Die beiden verstanden sich vom ersten Moment an prächtig und philosophierten darüber, was ein gutes Spiel ausmachte. Bill erläuterte dem Hasbro-Produzenten, wie sie für ihr Starfleet Command die rundenbasierenden Regeln des Starfleet Battles Brettspiels in Echtzeitkämpfe umwandelten. Michael realisierte die Magie dahinter und ging im Kopf bereits Hasbro Interactives IPs durch, für die sie noch Entwickler suchten. Wenige Monate später, im August 1999, ging das Irviner Studio an die Produktion von Master of Orion 3. Mit Hasbro Interactives damals geplantem Gamescom-Feldzug sollte es zunächst ein Massive Multiplayer-Game werden, was eine ganze Galaxie simulierte. Denn MMOs waren der Renner zum Millenniumswechsel. Was jedoch allein aufgrund der Leistung damaliger Computer nicht gelang. Die ständig wechselnden Wünsche der Firmenführung und somit mangelnde Vision fürs Endprodukt taten ihr Übriges, wodurch Quicksilver Software gut 2,5 Jahre mit der Pre-Production des Spiels verbrachte, lediglich 9 Monate mit der Umsetzung des finalen 400-seitigen Design-Documents und in weiteren 2 Wochen alle nicht funktionierenden Features entfernte. Das letztlich von Hasbro Interactive abgesegnete Konzept schrieben Alan Emmerich, der schon Steve Bassia beim ersten Teil beriet, und sein Strategy Guide-Autor-Kollege Tom Hughes. Wie beim zweiten Teil basierte es größtenteils auf Spielerfeedback aus den Foren. Die Einbindung der Fans ging dieses Mal sogar so weit, dass Alan einen Romanwettbewerb für die Geschichte und Charaktere abhielt, dessen Gewinner, Hans Grohmann, tatsächlich das 17-köpfige Team verstärkte. Hasbro Interactives Marketing bestimmte darüber hinaus, dass es das erste 5X-Spiel werden sollte und zu diesem Zweck den Untertitel The Fifth X bekäme. Wobei sich das fünfte X lediglich um die Enthüllung des Antaren-Geheimnisses drehte.
damit sich der Spieler endlich, wie schon beim zweiten Teil von Steve geplant, um die Elemente des Spiels kümmern konnte, die ihn wirklich interessierten, stellte Bill 5 Programmierer einzig dafür ab, 20 unabhängige KI-Module zu schreiben, die sich um Gebäudeplatzierung, Schiffsdesign oder die Suche nach neuen Planeten kümmerten. Der Spieler brauchte nur noch eingreifen, wenn ihm danach war. Die KI des Spiels wurde infolgedessen dermaßen gut, dass es keinem des Teams mehr gelang, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu gewinnen, weshalb sie wenige Wochen vor dem Release wieder gedrosselt werden musste. Alan und Art Director Rance Hosley schrieben zusätzlich zum Design-Dokument eine 50-seitige Rassenbibel, welche sämtliche Details der Völker umfasste, vom Evolutionszyklus über deren Lösung technologischer Probleme bis zu ihren politischen Systemen. Sie erschufen Kreaturen, die in jeder nur denkbaren Umgebung hausten. Manche lebten durch Energie, andere durch Mineralien. Anschließend visualisierte Rands Künstlerteam deren Körper und Schiffe als 3D-Modelle mit rund 20.000 Polygonen. Ein gewaltiger Sprung von den Standbildern der Vorgänger. Rands versuchte dabei ständig dafür zu sorgen, dass die Wesen nicht wie Menschen in Tierkostümen einer billigen Sci-Fi-Serie wirkten. Weshalb Bill zur Feier des Goldmasters einen Schauspieler anheuerte, der Rands in einem Tierkostüm auflauerte. Der einzige Rückschritt in Bezug auf die Völker bestand in deren Anzahl, denn im Hinblick auf den Zeitplan musste sich das Team auf 8 statt 13 Völker beschränken, wofür sie die ihrer Meinung nach besten der Vorgänger mit ein paar Eigenkreationen kreuzten. Mit 59 Punkten Durchschnittswertung lag Master of Orion 3 bei seinem Februar 2003 Release weit hinter seinen Vorgängern zurück. Viele Magazine kritisierten die Benutzeroberfläche, die KI der Weltraumkämpfe und die unzähligen Bugs, die das Spiel ständig abstürzen ließen. Manche gingen sogar so weit, Master of Orion 3 als katastrophalen Fehlschlag zu betiteln. Den Verkaufszahlen half das ebenso wenig wie der Release der Alpha-Version durch ein australisches Spielemagazin Monate vor dem Release. Enfant Gramme rührte das IP daraufhin nicht wieder an. Master of Orion 3 blieb 2003 nicht Enfant Grammes einziger Fehlschlag. Auch wenn Enter the Matrix in dem Jahr 2,5 Millionen Exemplare verkaufte, beinhaltete ihr Portfolio 2003 kaum weitere Kassenschlager. Außerdem blieb da noch das Problem der Wandelanleihen. Denn seit 1999 kaufte der französische Konzern neben Hasbro Interactive noch Gremlin Interactive, Beam Software, Peregrine Entertainment und GT Interactive, wofür sie sich 348 Millionen Dollar liehen. Ein Betrag, der in 2002 und 2003 zusammen einen Verlust von 156 Millionen erzeugte. Deshalb, und weil der Name Enfant Gramme in den USA wenig bekannt schien, benannte sich Enfant Gramme am 7. Mai 2003 in Atari Inc. um. Ein Name, der seit den 80ern für Qualität stand. Nicht nur durch diese von Hasbro Interactive übernommene Marke, sondern ebenso durch deren Dungeons & Dragons Lizenz schuf sich Atari Inc. ein gutes Ansehen. BioWare's Neverwinter Nights 2002 folgten 2003 Troika's The Temple of Elemental Evil und 2004 Stormfront Studios' Forgotten Realms Demonstone. Für Microprose Hunt Valley Niederlassung, das erste und mittlerweile letzte Studio des einstigen riesigen Publishers, hatte Atari ein weniger RPG-lastiges Abenteuer im Auge, Dungeons & Dragons Heroes. Angelehnt an Ataris Automatensensation von 1985, Gauntlet, sollte der Spieler mit bis zu 3 Freunden in ein Dungeon geworfen werden und sich bis zum Spielende durchprügeln. Der Auftrag der Atari-Führung war, keine NSCs, keine Charakteraufstiege, keine Waffen-Upgrades, keine Quests und auch keinerlei Handel. Schlicht und einfach Hack-and-Slay-Action von der ersten bis zur letzten Minute, ohne dass sich der Spieler Gedanken um irgendwas machen musste.
Da nahezu alle Microprose-Mitarbeiter mittlerweile zu konkurrierenden Studios wechselten oder eigene, wie zum Beispiel Breakaway Games, Vicious Cycle Software oder Day One Studios gründeten, bestand die Hunt Valley-Niederlassung zwischenzeitlich aus vielen neuen Gesichtern. Lead-Artist David Thompson malte beispielsweise zuvor Werbeplakate. Level-Designer Eric Ehoff kam direkt von der Riggling School of Design in Florida. Einige weitere Teammitglieder stammten aus EA's Baltimore Studio, das nach dem finanziellen Misserfolg von Jane's Combat Simulations FA-18 Ende 2000 dicht machte. Und als leitende Designerin heuerte Atari Brenda Romero an. Auch wenn viele sie vermutlich als John Romeros Frau identifizieren, war Brenda damals schon 20 Jahre lang Game Designerin. Sie hatte unter anderem für Surtek Wizardry 8 entwickelt und an Jagged Alliance mitgewirkt. Was in Brendas Repertoire jedoch bis dahin fehlte, waren Konsolenprodukte und Hack-and-Slay-Spiele wie Dungeons & Dragons Heroes es werden sollte. Ungeachtet dessen schrieb sie ein Designdokument, das der elfischen Magierin, dem menschlichen Kämpfer, Zwergenkleriker und Halblingsschurken eine Ahnenwaffe verlieh. Gewissermaßen eine legendäre Waffe, die angeblich seit Generationen in Familienbesitz war und die Spieler im Kampagnenverlauf durch Seelensplitter aufrüsten konnten. Das einzige Problem an diesem Konzept war, dass das Spiel durch die Vorgaben der fehlenden RPG-Elemente keinen Spaß machte und jedem im Team das bewusst war. Weshalb sie 3 Monate vor dem Release, als sich Dungeons & Dragons Heroes bereits im Alpha-Stadium befand, das Spiel komplett umkrempelten. Brenda schrieb innerhalb von 3 Tagen 1000 Gegenstände zusammen und das Team integrierte Charakterstufen, Quests sowie ein Handelssystem. Lediglich das Balancing kam durch den Zeitdruck deutlich zu kurz. Außerdem vollendeten sie lediglich die Xbox-Fassung. Ursprünglich war ebenso eine PlayStation 2 und GameCube-Version vorgesehen gewesen. Doch während der Entwicklung riss Atari bereits die Büros ab. Es begann langsam und unscheinbar. Erst erhielten Mitarbeiter keine Visitenkarten mehr, dann wurden die Getränkeautomaten nicht mehr aufgefüllt und als letztes verschwanden Arbeitskollegen. Wobei das Atari-Management stets behauptete, sie wären lediglich in andere Zweigstellen versetzt worden. Dungeons & Dragons Heroes erschien am 13. September 2003. Es war der finale Titel des einstigen Microprose-Imperiums. Im November 2003 liefen die Verträge der letzten Mitarbeiter aus und Ataris Hunt Valley Studio schloss offiziell die Pforten. Zu ungefähr selben Zeit bekundete 2K Games Interesse, Firaxis kaufen zu wollen. Einer Fusion, der Sid Meier nur zustimmen wollte, wenn 2K alle alten Microprose-Strategiespiel-IPs für sie kaufen würde. 2K willigte ihrerseits ein und erlangte im Verlauf von 2004 die Rechte für Civilization, Railroad Tycoon sowie XCOM. Auf deren Basis entwickeln Brian Reynolds, Jeff Briggs und Sid Meier bis heute einen Strategiespielhit nach dem anderen.